Liebe Menschen, heute möchte ich nicht nur als Vertreter des Niederösterreichischen Landesvorstandes zu euch sprechen, sondern auch als besorgter Bürger. In den letzten Tagen wird immer wieder die Frage an mich herangetragen, warum sollten wir Dr. Michael Brunner zum Bundespräsidenten und die MFG als Partei wählen? Und dazu möchte ich heute gerne zwei Antworten geben. Die erste ist ein Zitat aus der heutigen Kronenzeitung, also heute, das ist der 14.8. Und dort steht, der etablierte Politikbetrieb fährt Österreich gegen die Wand. Ich denke, dass diese Aussage eines Mainstream-Mediums Antwort genug sein müsste. Das ist nämlich der Grund, warum Dr. Michael Brunner als einer von mehreren die Entscheidung getroffen hat, eine Partei zu gründen und in weiterer Folge sich auch dafür entschieden hat, zur Bundespräsidentenwahl anzutreten. Es braucht nämlich jemanden, der nicht in diesem Politiksumpf mitschwimmt und auf der anderen Seite aber auch stark genug ist, sich auf Gemeindeebene, im Land und im Bund jeder Wahl zu stellen und in diesem Fall auch der Bundespräsidentenwahl. Und das tun wir, das können wir und das werden wir. Setzen wir also gemeinsam ein Zeichen gegen den Schweige- und Systempräsidenten, zwingen wir ihn in eine Stichwahl und beenden wir diese Politiktragödie. Zur zweiten Antwort auf die Frage, da möchte ich direkt auf Dr. Michael Brunner eingehen. Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren kenne ich diesen Mann. Und es gibt ganz wenige Menschen, die, so wie er, Ehrlichkeit, Recht und Ordnung vor jede andere Befindlichkeit stellen. Der sich eine Meinung bildet und dann handelt und der vor allem gegen Unrecht eintritt und das mit Mut, mit Kraft, auch wenn es unangenehm sein sollte. Wenn wir also diesen Politikwahnsinn beenden wollen, dann wird es höchste Zeit zu handeln. Und zwar mit authentischen Menschen, so jemand wie Dr. Michael Brunner. Und deshalb gebe ich ihm am 9. Oktober meine Stimme. Und das solltet ihr auch tun, wenn ihr es notwendig findet, dass sich in Österreich etwas ändert. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend aus Baden.